Ein Mann wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Am Montag gegen 15 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann aus Ruhsdorf mit seinem Kleinbus im Ortsbereich von einer Seitenstraße kommend in Richtung Hauptstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Gartenzaun und prallte anschließend beinahe ungebremst frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus eingedrückt und der Mann erlitt dabei schwere, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr unter schwierigen Umständen aus seinem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand Totalschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges veranlasst und ein Gutachten angeordnet. Bei dem Unfall waren Feuerwehrkräfte aus Ruhsdorf, Mittig und Pocking im Einsatz.